Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch ein Video mache zum neuen Steam Deck. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zum Steam Deck, das glaube ich ganz positiv angekommen ist. Und jetzt gibt es ja das neue Steam Deck OLED, was man auf den ersten Blick eigentlich direkt sieht, oben an diesem roten Ding und an dem Bildschirm, der jetzt 4 Zoll größer ist. Und ja, ich habe auch das alte Steam Deck hier. Das heißt, wir können es perfekt vergleichen. Ich habe eine PS Portal hier, womit wir das auch nochmal vergleichen können. Und ich habe auch eine Switch OLED hier. Switch OLED ist wichtig, weil der Bildschirm von der OLED relativ ähnlich zu dem vom Steam Deck ist. Deswegen ist das auf jeden Fall es wert, da auch mal einen Vergleich zu ziehen. Deswegen fangen wir, würde ich erstmal sagen, mit den Specs an von der OLED, damit wir alle auf einem Nenner sind, damit ihr wisst, worum es geht. Also bei dem Steam Deck OLED haben sich viele Sachen geändert. Man könnte eigentlich bis auf den Formfaktor von den Steam Deck sagen, dass es ein komplett anderes Gerät ist. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit einer kompletten Konsolengeneration theoretisch, nur dass man nicht extrem viel mehr Leistung hat. Also die Größe, also die Pixeldichte ist gleich geblieben. Wir haben immer noch 800 Pixel, dieses Mal aber kein LCD-Panel, sondern ein OLED-Panel mit HDR. Das ist schon mal ein krasser, krasser Sprung. Außerdem ist die kleinste Variante an Speicher nicht mehr 256 bzw. 64 GB, sondern 512 GB. Das ist vielleicht nicht so interessant, weil ich selber habe sowieso immer auch eine Speicherkarte reingemacht. Da könnt ihr ganz entspannt eine 1 TB-Karte reinmachen und immer zum kleinsten Steam Deck greifen, da schon mal vorneweg. Die Größe des Displays ist um 0,4 Zoll größer geworden. Das hatte ich mir auch gewünscht, weil jetzt sind die Ränder unten und an der Seite etwas kleiner. Ich zeige euch das auch nochmal in einem Close-up. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Das hat mich beim ersten Steam Deck extrem gestört. Ich finde auch immer noch, dass da Luft nach oben ist. Man könnte also überall nochmal 2 mm. Ich würde mal sagen, oben, unten 1 mm und links und rechts 1, 2 mm könnten da mal auf jeden Fall rausholen. Das Problem, was ich finde vom Steam Deck, das einer der wenigen Probleme ist ja, dass das Gerät nicht 16 zu 9, sondern 16 zu 10 ist. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz kleines Problem. Die Nanometer-Architektur vom Chip wurde von 7 auf 6 reduziert. Als für die ganzen Laien unter euch, was das bedeutet. Eigentlich könnt ihr als Grundsatz, oh Gott, ich dürfte es eigentlich gar nicht sagen, da werden mich die ganzen Technikfreaks in den Kommentaren zerhackstückeln, aber als Grundsatz kann man sagen, weniger Nanometer heißt weniger Strom. Als Grundsatz bedeutet, das Steam Deck hat immer noch die gleiche Leistung wie das alte Steam Deck, braucht dafür aber weniger Strom. Das WLAN-Modul wurde auch geupdatet. WLAN 5 war es im alten und jetzt ist WLAN 6. Zum Vergleich mal, in der PS Portal, die ja auch gerade erst rausgekommen ist, haben wir immer noch WLAN 5. Das merkt man auch. Ich habe oft WLAN-Probleme mit der PS Portal. Der Akku wurde größer von 40 Wattstunden auf 50 Wattstunden. Das Netzteil, ja, da ist ein richtiges Netzteil bei. Wieder ein kleiner Seitenhieb an die Portal, wohl nur ein doofes USB-C-Kabel von 1 m dabei war. Wir haben hier ein 45 Watt Netzteil bei dem Steam Deck dabei mit 2,5 Meter langen Kabel. Das war beim alten Steam Deck 1,5 Meter, jetzt haben wir 2,5 Meter. Mit dazu kommt sofort eine Tasche, die sieht auch relativ gleich aus wie bei einem alten Steam Deck. Man erkennt einen Unterschied eigentlich im ersten Blick nur, dass es jetzt rot ist. Vom Innern hat sich da nicht viel geändert. Man hat hier noch diese Einbuchtung, um das Netzkabel reinzumachen, aber im Großen und Ganzen ist die gleiche Tasche direkt vom Start weg mit dabei. Und das sind eigentlich alle offensichtlichen Änderungen zum Steam Deck OLED. Natürlich gibt es noch weitere Änderungen im Steam Deck. Ich werde mein Steam Deck natürlich nicht aufmachen. Da gibt es andere Kanäle, die sowas machen. Ist jetzt einfacher aufzumachen, noch modularer aufgebaut. Den Bildschirm kann man jetzt von vorne rausziehen. Beim alten Steam Deck war es so, dass man sich von hinten durcharbeiten musste.
um dann ganz am Ende den Bildschirm zu entfernen oder zu reparieren oder auszutauschen. Das geht jetzt mit der OLED wohl sehr viel einfacher. Eine Sache, die ich richtig, richtig gut finde, und ich finde, die wird viel zu selten erzählt in den Videos, und daran merkt man auch ganz oft, dass die Leute die OLED ganz wenig benutzen. Bei der alten OLED hatte ich Probleme mit dem Daumen. Es hat echt wehgetan hier auf dem Ding. Das ist relativ hart. Und wenn man lange Zeit das benutzt, hat mir das an der Kuppe im Daumen wehgetan. Das wurde jetzt geändert mit dem neuen Steam Deck. Ich werde es mal versuchen, in einem Close-up euch zu zeigen. Und zwar ist die Einbuchtung jetzt viel tiefer und es ist viel weicher, weil das jetzt richtig schönes, weiches Gummi ist. Ähnlich wie bei einer Switch OLED, wo es richtig schön weich und gummiert ist. Und auch bei einem PlayStation-Controller, wo es schön weich ist. Bei dem alten Steam Deck war es noch richtig hart und richtig hartes Gummiplastik. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es wehgetan nach mehreren Stunden. Das ist eine Erneuerung, die sehr gut ist. Die Touchpads sollen jetzt auch besser sein. Konnte ich jetzt in der kurzen Zeit noch nicht testen. Und ansonsten, wie gesagt, vom Formfaktor ist alles gleich geblieben. Wenn wir uns mal die Preise bei Steam anschauen, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie oder welches Gerät er haben will. Wenn ihr mich fragt nach meiner persönlichen Meinung als Lou, würde ich zu 1 Milliarde % sagen, holt euch eine OLED. Auch wenn ihr schon ein altes Steam Deck habt, ich sag euch, diese 170 Euro obendrauf, 160 Euro, 150 Euro obendrauf lohnen sich so extrem. Es ist nicht nur der Bildschirm, der sehr viel besser ist. Es ist auch die Thumbsticks. Es ist, dass du mehr Akku hast, dass es weniger Akku kostet. Der Lüfter ist besser geworden. Also das ganze Gerät ist einfach eine richtig gute Stufe nach vorne gegangen. Da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Das Ding ist heller geworden. Die Sonneneinstrahlung ist nicht mehr so krass. Auch draußen kann man jetzt wirklich etwas sehen. Das Ding ist also jetzt auch wirklich viel, viel besser portable. Das WLAN-Modul wurde besser, was man auch nicht unterschätzen sollte. WLAN 6, neuer Standard, ist sehr viel besser als WLAN 5. Größerer Akku. Also für jeden, der sowieso schon Steam Deck hat, verkauft euer altes, holt euch dann für 200, 300 € mehr ein neues. Eine OLED würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und für jeden Neueinsteiger würde ich auf jeden Fall zum Steam Deck OLED empfehlen und nicht 100 € sparen und sich die alte Grütze holen. Das ist wie, als hättet ihr die Chance, eine PS5 zu holen, nehmt aber eine PS4, nur weil ihr 100 € spart. Das macht wirklich keinen Sinn in meinen Augen. Für alle, die noch nie ein Steam Deck hatten, einen kleinen Breakdown, wieso das Steam Deck geil ist. Ihr habt auf dem Steam Deck die ganze Library von Steam, die komplette Bibliothek von Steam habt ihr. Das heißt, alle Spiele, die ihr jemals im Steam Shop gekauft habt, könnt ihr auch auf dem Steam Deck haben. Nicht alle Spiele werden supported. Das wird euch immer angezeigt mit einem Zeichen im Steam Deck selber. Aber es sind wirklich viele Spiele supported. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, so gut wie alles zu emulieren auf dem Steam Deck. Jetzt mal abgesehen vom PlayStation 5. Aber N64, GameCube, PS2, PS3, Xbox 360. Theoretisch oder auch faktisch kann man Nintendo Switch emulieren, habe ich auch schon gesehen. Also das Ding ist ein Emulationsmonster und die Emulatoren sind auch richtig gut auf das Steam Deck angepasst. Außerdem könnt ihr natürlich auch alle Windows-Spiele spielen. Ihr könnt Diablo drauf spielen, egal ob ihr es über Steam gekauft habt oder über Battle.net. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, ich habe da mal ein Video zu gemacht, ich verlinke euch das mal oben. Da habe ich euch erklärt, wie ihr Diablo hier drauf spielen könnt, ohne es auf Steam zu haben, sondern über Battle.net. Ich habe euch erklärt, wie man Emulationen hier drauf installiert, über Emodeck. Und ich habe euch auch gezeigt, wie man PS5 Remote Play machen kann. Weil wenn ihr keine PS Portal habt, könnt ihr auch das Steam Deck benutzen, um unterwegs die PlayStation 5 zu spielen. Und man kann das Ding mit einem Hotspot verbinden. Und nicht wie die Portal, dass man erst seinen Netzbetreiber anrufen muss, Änderungen in seinem Router vornehmen muss und über Umwege es schafft, dass die Portal dann wirklich portabel ist und man unterwegs den Hotspot benutzen kann. Das geht alles vom Start weg mit dem Steam Deck. Noch ein kleiner Tipp von mir, hat jetzt eigentlich nichts in dem Video zu tun, aber ich will, dass ihr das wisst, weil ich selber auch das Problem hatte. Wenn ihr vom PC Dateien rüberholen wollt auf Steam Deck, geht das nicht so einfach. Ihr könnt nicht einfach ein Kabel anschließen, einen USB-Stick anzuschließen, ist auch nicht so einfach. Aber es gibt ein Programm, was
ultra easy zu nutzen ist und richtig, richtig gut ist. Und das Programm heißt Vapinator. Also, ich habe das gegoogelt und das war der erste Treffer, den ich gefunden habe. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Das funktioniert 1A. Ihr könnt euch Sachen rüberschicken und die Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eures WLANs. Ich habe 20 Gigabyte rübergezogen in ein paar Sekunden. Also es ist wirklich krass für alle, die lieber auf dem PC Sachen raussuchen, dann rüberladen wollen. Holt euch Vapinator. Hat zwar gar nichts mit dem Video zu tun, aber für alle, die ein Steam Deck haben oder überlegen, eins zu holen, Vapinator auf jeden Fall must have. Mehr gibt's da von meiner Seite aus nicht zu sagen. Holt euch ein Steam Deck. Ich kann da nur immer mehr Loblieder drauf singen. Ist für mich der beste Handheld, muss ich ganz ehrlich sagen. Nintendo Switch hat natürlich den Vorteil, dass es die Nintendo Library hat, also die ganzen Nintendo-Spiele. Die hat man jetzt auf dem Steam Deck nicht unbedingt. Aber sagen wir mal, ist es auf einem Nenner mit der Nintendo Switch. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Nintendo-Spiele spielen wollt, ist das Steam Deck einfach der beste Handheld, der jemals rausgekommen ist, muss ich ganz klar so sagen. Ist für mich aktuell sogar die beste Konsole, die es gibt. Ich würde sogar tatsächlich mehr zu einem Steam Deck privat greifen als zu einer PS5 mittlerweile. Mit einer Docking Station könnt ihr das auch am Fernseher anschließen. Ihr könnt Controller anschließen. Also ihr könnt PS5-Controller, da habe ich noch nie drüber geredet, aber ihr könnt PS5-Controller hier anschließen und auch zu viert irgendwas spielen. Ich habe mit meiner Freundin schon ganz viele Sachen auch zu zweit auf dem Steam Deck gespielt, weil die Steam Library natürlich oft bessere Angebote hat, als es vielleicht eine Nintendo hat oder eine PlayStation. Also da sind euch keine Grenzen gesetzt, alte Spiele über einen Emulator spielen und dann mehrere Controller anschließen, auch kein Problem. Ich könnte Stunden so weiterreden, wie super gut ich die Steam Deck finde. Ich hoffe, das hat euch geholfen bei eurer Entscheidung, ob ihr euch eine OLED holt oder ob ihr vielleicht keine OLED holt. Meine ganz klare Meinung ist, wenn ihr das Geld habt, holt euch eine OLED. Wenn ihr einen Schnapper machen wollt, holt euch die ganz günstigste Variante mit einer SD-Karte. Da zahlt ihr dann zwar, sagen wir mal, 200 € weniger, habt aber auch diese ganzen Vorteile nicht. Weniger Strom, besseres WLAN, Bildschirm, Akku und so weiter. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Ansonsten würde ich sagen, war es das. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf das Video und schreibt mal gerne eure Meinung unter die Kommentare zum Steam Deck. Würde mich sehr interessieren, ob ihr schon eins habt, ob ihr damit überlegt, euch eins zu holen oder eure Erfahrung mit dem Steam Deck. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.